Yo guys, what's up, the Blue Gangster is back mit einem neuen Part von Wie spiele ich Tekken 7? Und zwar hatten wir letztes Mal die Basic Combos von wegen Launcher Juggle Tailspin. Ich kann euch hier mal eine andere Variation zeigen mit Brian. Launcher Juggle Tailspin. Was ich euch noch zum letzten Part dazu zeigen will, aber ist auch irgendwie gut, dass das ja nicht beim letzten Part dabei war, und genau deswegen habe ich Brian und Kuma genommen. Und zwar gibt es hier noch zwei riesige Sachen zwecks Kombos, auf die ihr achten müsst. Und zwar gibt es immer noch am Anfang den klassischen Tekken 6 Bau, und sehr wenige Charaktere haben ihn noch drauf, außer Law und Brian. Fällt mir da jetzt nicht wirklich direkt einer ein, und zwar ist es bei Brian zum Beispiel Forward for One, da seht ihr es. Er fetzt nach hinten, die Beine fetzen hoch. Wie gesagt, Kuma hat kurze Beine, da merkt man das nicht so. Das ist noch der klassische T6 Bounce, der aber nicht auf Counter wirkt. Der muss direkt neutral so treffen. Ja, ohne gar nichts, ohne irgendwie aufladen oder sowas. So geht der noch, das ist noch neutral. Aber wenn ich ihn auf Counter treffe, dann ist es schon Ground Splat, okay? Also sowas geht noch. Um euch zu zeigen, dass das wirklich funktioniert, mache ich kurz ein Combo damit. Und zwar ist das dann unser Starter, das ist dann sozusagen unser Launcher. Also unseren klassischen Launcher von Tekken 6 Bound. Hier Tailspin und sonst was, ja. Also damit kann man immer noch Combos machen. So, worauf bei Kuma noch zu achten ist, zum Beispiel, ich glaube, wenn der auf Counter trifft. Also, da müsst ihr selbst mit euren Charakter gucken, aber bei so großen Charakteren wie Gigas und Kuma und Panda treffen Sachen, die würden eigentlich gar nicht treffen, und es liegt nur an deren Größe. Ich zeige es euch nochmal. Hier. Der liegt eigentlich schon auf dem Boden und es hat trotzdem getroffen. Also das ist nur besonders wegen ihrer Größe. Ja? Und damit hätten wir das hier eigentlich. Und weil ich euch jetzt diese zwei Sachen gezeigt habe, wäre das mit den Combos jetzt eigentlich am Ende. Wie gesagt, geht nochmal die Basics durch, das Movement, 1, 2, 3, 4, diese ganzen Sachen. Und zwar ist es so, wenn ihr On-Wall irgendwas machen wollt, ja, dann müsst ihr nicht den Gegner so splatten, sondern ihr könnt selbst von der Ferne, wenn es von der Range reicht, es kommt je nach Combo an, könnt ihr auch sowas machen. Okay, das war jetzt zu nah. Das war zu weit weg. So, jetzt müsste es eigentlich passen. Nein, wieder zu nah. Ah, doch, es funktioniert. Also ihr habt gesehen, ich könnte es selbst eigentlich so machen. Seht ihr, der Gegner ist oben an der Wall gesplattet, ja? High Wall Splat. Und dann könnt ihr entweder Ground Splat machen und da angreifen. Oder ihr macht sowas. Ihr macht dann Kombos sozusagen an der Wand. Nochmal einen gescheiten. So. Ihr habt ja schon oft so Sachen gehört wie Punish und Strings und Whiff und weiß ich was. Und da will ich jetzt mal ein bisschen genauer in die Materie gehen. Das kann sehr, sehr breit werden, also sehr weit hinausgezögert werden. Ich versuche es so kompakt wie möglich zu halten. Und zwar sind Strings eine Aneinanderreihung von Combos. So, da stoppen wir jetzt erstmal bei Strings. Strings sind sowas. Ja, das ist kein Combo, sondern das steht auch genauso in der Komboliste. Ja, 5er Hit.
Und das ist kein Combo, sondern ein String, okay? Jetzt kommen wir ganz kurz zu etwas Weiterem, bevor wir mit den Strings weitermachen, weil sonst wird es verwirrend. Und zwar sind das Punisher bzw. Natural Combos. Ein Natural Combo ist sowas, ja? Ihr denkt euch, okay, zwei Hit, wenn es kein Combo ist, warum ist es dann kein String? Ganz einfach. Natural Combos sind genau wie sowas Punisher oder sowas, One Two. So, ich zeige euch jetzt mal ein Beispiel. Warum sind solche Sachen ein Punisher? Jetzt denkt ihr euch, jetzt wirft ihr hier mit Begriffen rum. Ich verstehe gar nichts. Was soll dieser Bullshit? Ich zeige es euch einfach mal praktisch. Ich zeige es euch einfach mal praktisch. Und zwar, was können wir benutzen? Nehmen wir das, weil das ist meistens high. Okay? So. So, wenn ich jetzt nicht dagegen schütze und ihn angreife, oder ich mache es sogar noch besser, ich nehme es selber auf, und ihr wisst ja, nach hinten halten ist verteidigen. Also greife ich jetzt gleich mit einem String an und halte dann direkt nach hinten, um mich zu verteidigen. Okay? Los geht's. So, abschließen. So, jetzt lasse ich das abspielen. Muss mich halt dagegen schützen. Nochmal kommen. Okay, der ist safe. Der ist safe, der ist safe. Der ist safe. Vielleicht der hier. Aufnahme starten. So. Los geht's. Der ist auch safe wegen der Range. Warum kann ich keinen unsafe? Ich kann keine unsafe Moves mit Katsuya. Ja, doch, der müsste unsafe sein. Mal gucken. Los, Katsuya, greif an. Ja, ich muss mich auch mal dagegen schützen. So. Seht ihr das? Obwohl ich direkt danach mit Katsuya nach hinten halte, kann er sich dagegen nicht schützen. Und diese Art von Angriffen, ja, die sozusagen, womit ihr den Gegner seine Verteidigung durchbricht, obwohl er sich eigentlich schützen will. Das wird euch vor allem den Anfänger passieren und ihr werdet denken, wenn ihr euch schützen könnt, hä, ich habe mich doch geschützt, warum hat es getroffen? Ganz einfach, weil das ein Punish ist. Und Punish heißt nichts weiter als Bestrafung. Die Bestrafung, dass ihr einen Move angewendet habt, der punishbar ist. So. Und wie weiß ich jetzt, dass mein Move punishbar ist oder nicht? Weil die haben ja 100 Attacken. Von wo weiß ich, welcher Move punishbar ist oder nicht? So. Und das ist eigentlich so. Also, wenn ihr schon so lange Tekken spielt wie ich, dann kriegt ihr irgendwann mal das Gefühl dafür. Oder ihr arbeitet mit den Frames. Ja? Darauf kommen wir aber nochmal später. Erstmal solltet ihr wissen, dass wenn ihr angreift und euch direkt schützt und der Gegner angreift euch, aber trotzdem trifft, ja, trotzdem euch Leben abnimmt, dann nennt man sowas Punish. Die Bestrafung, Punish. Okay? So. Und dann gibt es normale Punisher wie 1-2. Dann gibt es Down Forward 1-4. Was hat Jin noch für Punisher? 1 plus 2. Das müsst ihr dann selbst rausfinden, da könnt ihr auch nachschauen. Oder ihr kriegt selber raus, wenn ihr ins Training geht und genau dasselbe macht wie ich. Dann kriegt ihr raus, welche Moves Punisher sind. So, und was unterscheidet jetzt diesen Move hier, ja? Statt einem Punisher von einem Natural Combo, weil das ist ja ein, von einem Punisher zu einem Combo, weil das ist ja ein 2-Hit. Also praktisch gesehen ein Combo. Ist es aber nicht, weil es ein festgegebener Move aus der Komboliste ist. Genau wie der hier. Das ist auch ein festgegebener Move aus der Komboliste. Und deswegen kann man ihn nicht Combo nennen, weil Kombos sind aneinander Reihungen von verschiedenen Kombolist-Attacken. Sowas wie Juggle, Launcher Juggle Tailspin. Das ist ein Combo. Sowas, weil den hier so, ja, den findet ihr nicht als ein und denselben Move in der Komboliste. Dafür müsst ihr 1 plus 1 plus 1 gleich 3. Okay?
Das hier ist aber fest in der Komboliste vergeben und es ist mehr als ein Hit. Und wenn bei einem Punish, mal gucken, ob ich vielleicht doch noch ein unsafe Move von Katsuya finde, der nicht low endet. Ist der unsafe? Ne, den wollte ich gar nicht. So. Jetzt habe ich vergessen, mich zu schützen. Krank. Okay. So. Katsuya Stark. Ja, der ist unsafe. So. Okay. So. Und sobald in einem Punish der trifft jetzt halt, weil der Gegner sich nicht von unten schützt. Der hier trifft eigentlich auch nicht. Und seht ihr, da verschwindet schon die Kombozahl. So, sobald die Kombozahl drin ist, ja, und ihr eigentlich nur von oben jetzt angreift, okay? Wie zum Beispiel auch hier mein Down Forward 1-4. Oder mein 2-4. Das ist auch ein Punish von Jin, ja? Sobald euer Punish euch einen Combo anzeigt, ja, obwohl ihr eigentlich gar kein Combo gemacht habt, sondern nur ein 2-Move bzw. 3-Move oder sogar 4-Move Punish, dann nennt man sowas einen Natural Combo, einen natürlichen Combo. Okay? Sowas ist ein Natural Combo. Wartet mal ganz kurz. Mir ist gerade was eingefallen, das ich euch gleich noch dazu sagen werde, wenn ich schon dabei bin. So. Und das liegt halt daran, dass es zwei Moves sind, wie gesagt, auf der ein Move in der Combo-Liste, zwei Hit auf einmal und beide treffen als Punish, also Natural Combo. Eigentlich easy, okay? So, und jetzt soll ich jetzt mit Strings anfangen oder direkt mit den Frames? Ich mache jetzt erstmal mit den Strings weiter, weil die Frames werden etwas kompliziert. So, Strings. Strings sind sowas wie 1, 2, 4. Okay? 1, 2, 4. Ihr seht, 1, 2, 3. Kein dritter Hit. Kein dritter Hit. Okay? Sowas sind Strings. Diese Aneinanderreihung von Attacken, 1, 2 und dann 4. 1, 2 und dann 3. Und die stehen auch als einziger Move hier und hier in der Komboliste drin, okay? Die stehen als einziger Move hier in der Komboliste drin. Deswegen nennt man sowas Strings. Wenn es eine Aneinanderreihung von Attacken in einem Move in der Komboliste drin ist, es aber trotzdem nicht als Combo gezählt wird. Okay? Da schaut auf den Screen. Es wird nicht als Combo gezählt. So, das sind Strings. Und Vorteil wie Nachteil von Strings sind, dass sie delayable sind. Das heißt verzögerbar. Okay? Ich kann jetzt direkt 1, 2, 4. Hier nochmal direkt 1, 2, 4. Und jetzt ein Delayed 1, 2, 4. Habt ihr das gesehen? Hier, nochmal einen normalen und jetzt einen Delayed. Einen verzögerten. Das ist die Eigenschaft von Strings. Das kann Vorteil wie Nachteil sein. Vorteil ist es ja, wenn ihr einen Delayed macht und der Gegner, gegen den ihr spielt, seht diesen Delay nicht. Ihr müsst natürlich schnell drücken, sonst kommt natürlich sowas raus. Ja, seht diesen Delay nicht. Dann denkt er sich, okay, da kommt gar nichts mehr, jetzt kann ich punishen. Und dann trifft ihn genau der letzte Move, den ihr delayed habt. Bei Strings. Ja, bei dem hier nicht. Ja, das ist auch ein Natural Combo, kein Wunder. Hier, das ist auch ein String. So sieht er normal aus. So sieht er delayed aus, okay? Und das ist halt der Vorteil, wie gesagt, er ist verzögerbar und der Gegner denkt sich, okay, er hat aufgehört, der Letzte trifft.
weil er denkt, ich kann jetzt Gegenangriff starten, aber dabei macht er einfach verzögert weiter und trifft ihn. Das ist ein krasser Vorteil. Das Problem bei Strings aber dann sind, wenn der Gegner weiß oder sogar schnell genug ist, ja, dann kann er diesen String unterbrechen. Das kann ich euch hier jetzt nicht zeigen, weil ich kann jetzt nicht einfach One-Spam und hoffen, dass es in meinen String irgendwie reinkommt. Aber wie gesagt, da mein String hier heiß ist, er sowieso mit einem Low abzubrechen, ja. Also das ist nicht das Problem. Nur damit ihr Bescheid wisst, ja. Strings sind delayable, sie sind normal verfügbar, sie sind kein Natural Combo, deswegen werden sie auch nicht als Combo angezeigt. Und im Gegensatz dazu sind Natural Combos keine Strings, weil sie gelten als eine Attacke und werden trotzdem als Combo angezeigt. Das ist das Merkmal von Natural Combos. Und wenn ihr immer gegen den Gegner mit Natural Combos geht, egal ob ihr normal angreift, ob ihr es als Punish benutzt oder sonst sowas, seid ihr immer auf der sicheren Seite. Strings sind dazu da, um Combos zu verfeinern, wie zum Beispiel bei 1-2-4 ein Tailspin-Move ist. Also wenn ich den Gegner gelauncht und gejuggelt habe und ihn Tailspin will, dann ist das natürlich ein Combo, weil das dann alles in der Luft trifft. Okay? Dazu sind Strings nützlich. Oder wenn ihr wisst, okay, der Gegner wird nicht erwarten, dass ich, weil er es nicht weiß, dass ich den String delayen kann und ich werde es so machen und dann treffe ich ihn und dann ist er tot, dann ist das natürlich ein Vorteil, okay? Wie gesagt, wenn ihr es zu langsam macht, kommt es entweder nicht raus oder der Gegner hat vorausgesehen und kann dann dagegen arbeiten. Und was wollte ich jetzt sagen? Faden verloren, krank. Auf jeden Fall ist die Sache bei Strings, dass man sie eigentlich, also ich sag mal, die Pro-Players, ja, die Pro-Players, die benutzen gar keine Strings. Weil vor allem die Delayed Strings sind punishbar. Genau das ist das Problem. Deswegen Natural Combos machen, weil diese sind safe. Diese sind safe. Ja? Strings hingegen, vor allem die delayed Strings, wie zum Beispiel das hier, sind nicht safe. Und ich rede hier nicht vom Ducken oder sonst was ausweichen. Nicht safe bedeutet, dass sie punishbar sind. Wenn sie safe sind, sind sie punishbar. Okay? Das müsst ihr euch merken. So. Und jetzt gibt es noch einen Trick, wie ihr Strings sicher beenden könnt, ohne dass sie punishbar sind. Zum Beispiel 214 ist ein String von Jin. Ja? Dazu gibt es noch die Variation 214 für einen Low-Hit am Ende. Ja? So, 214. Ganz einfach. So, wenn ihr könnt ihn ja entweder normal machen, ihr könnt ihn delayen. Ja, hier sieht man das sehr gut. Und hier wieder normal. So. Und ihr könnt es halt so machen, dass ihr den String, genau aus diesem Grund ist es auch, nennt man es auch ein String, dieser ist mittendrin abbrechbar. Er ist cancelbar. Okay? Das heißt, ihr müsst gar nicht 214 machen, sondern ihr könnt 21 machen. Ja, 21 und lässt es vor dabei aus. Und dabei seid ihr dann schon wieder safe, obwohl es ein String ist. Also diese Möglichkeit gibt es auch immer bei Strings. Das heißt, wenn der Gegner denkt, ich mache ein 1-2-4, ja, dann mache ich ein 1-2, dann wartet er kurz, jetzt denkt er, okay, der hat das vorher nicht gemacht, das macht er das nächste Mal auch nicht mehr, dann mache ich ein 1-2-4. Und dann noch ein Vorteil ist, Strings sind immer variierbar, das sind immer so diese 50-50 Options. Statt 1-2-4 nächstes Mal, was der Gegner erwartet, weil er sich dann duckt, mache ich einfach ein 1-2-3. Und dieses 3 trifft dann, wenn der Gegner sich duckt. Und das hier, jetzt sind wir wieder bei meinem Faden, ist das 50-50 Mix-up. So nennt man das in dem Spiel. 50-50 Mix-up. Und zwar geht es um den 50-50 Mix-up darum,
Wenn ihr ein String oder allgemein ein Punish irgendeine Attacke habt, die immer zwei verschiedene Variationen hat. Aber diese zwei verschiedenen Variationen müssen zwei bestimmte sein. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, was eigentlich gar nicht der Fall sein kann, aber nehmen wir jetzt mal den Fall einfach an, ja? Ich hätte jetzt ein 1-2-4, wo alle drei high sind, ja? Und ich hätte ein 1-2-3, bei dem alle high sind. Dann ist es kein 50-50-Mix-up mehr. Ein 50-50-Mix-up, bei Strings benutzt man das, ja? Erst da kommt das 50-50-Mix-up ins Spiel, ja? Dann geht es darum, einen String auszuführen, der entweder am Ende high ist oder mid bzw. low. Also etwas anderes, wo man immer zwei verschiedene Optionen am Ende hat. Deswegen 50-50 Mix-up. Ja? Deswegen könnt ihr auch den hier dreimal spammen, dann gewöhnt sich der Gegner dran und dann macht ihr 1-2-3. Und genau deswegen heißt es 50-50 Mix-up. Genau deswegen sind Strings so wichtig. Und wie gesagt, wenn ihr mit Strings nicht gut klarkommt und sie zu unsafe sind, weil ihr seht, der Gegner punisht sie, dann macht ihr einfach Natural Combos. Weil selbst bei Natural Combos gibt es Variationen, ja? Ich mache Natural Combo hier, Natural Combo da. Okay, und sollte der Gegner wegen der Range, weil der erste nicht trifft zum Beispiel, ja, schaffen, sich zu ducken und ihr seht es und ihr merkt, okay, der hat sich das wahrscheinlich gemerkt. Dann macht ihr einfach ein 50-50-Mix-up, indem ihr am Ende einfach etwas anderes benutzt. Ja? Zum Beispiel das hier. Das ist dann nicht mehr Down Forward 1-4, sondern Down Forward, Down Forward, Down Forward 1-4-4. Okay? Das hier ist das 50-50-Mix-up mit den Strings und mit den Natural Combos. So, jetzt kommt noch etwas. Wie gesagt, mit dem Cancel, und zwar gibt es da auch einen bestimmten Begriff dafür, okay? Und zwar ist es so, wenn ich den Gegner jetzt so habe und ich habe das hier gemacht, zum Beispiel nur den Anfang des Strings, nur den Anfang des Strings, okay? Weil ich den vor hier nicht machen will, oder wir machen es sogar nur im Stehen, okay? Nur while standing. Ich mache statt 1-2. Statt 1-2-4 mache ich nur 1-2. Warum? Ich will das vor nicht machen, weil ich nicht gepunished werden will. Weil ich nicht gepunished werden will, okay? Und es gibt ja manchmal Situationen, da kann man ja mal falsch liegen. Das ist halt manchmal so, dass man kann ja nicht immer richtig irgendwie sein so. Also man kann ja nicht immer irgendwie alles sehen oder sowas, sondern man denkt sich manchmal, okay, da trifft jetzt alles und dabei hat der vor gar nicht getroffen, weil er sich geduckt hat oder weil er sich geschützt hat und er punished ist. Oder andersrum, ihr denkt, okay, ich will nicht gepunished werden. Ihr macht irgendwie das und 1-2 und denkt euch, Scheiße, ich hätte da 1-2-4 machen können und daraus ein Combo machen können. Diese Art von 1-2 auf 1-2-4 zu gehen, ja? Oder statt einfach Attacken mit Down Forward 1 auf ein Natural Combo beziehungsweise auf ein Punish zu gehen und One Down Forward One Four zu machen. Sowas nennt man Hit Confirm. Das sind Hit Confirm Moves, wo ihr wie wenn ihr Strings habt, die ihr entweder so lassen könnt oder weiterführen könnt. Ja, sowas nennt man Hit Confirmable. Ja, das heißt, wenn ihr mal ein Combo macht, ja, zum Beispiel hier das hier, ich mache so. So, und ich drück vor nicht, weil ich denke, okay, die Range, das war jetzt hier nicht der Fall, aber ich denke mir einfach mal so, okay, die Range hätte nicht gereicht, deswegen habe ich vor nicht gedrückt. Dann sagt der andere neben mir, Alter, den hättest doch Hit confirm können, weil daraus hättest du einen Tailspin bzw. Combo machen können. Warum hast du das dann nicht gemacht? Und genau da habt ihr es jetzt gesehen, okay, ich zeige es euch nochmal. Hoffentlich verkacke ich es wieder. Hoffentlich verkacke ich es wieder. So, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Der vorletzte Move hat getroffen, der letzte aber nicht. Wäre der Gegner jetzt wieder aufgestanden, hätte er sonst was mit mir machen können. Ja?
Deswegen hätte ich es bei dem Move hier belassen sollen, anstatt beides zu drücken, weil ich dann schon wieder Gefahr laufe, gepunished werden zu können. Okay? Und genau deswegen gibt es dieses Hit-Confirm, genau deswegen gibt es die Delayable Strings, genau deswegen gibt es die Natural Combos und das, was ich euch alles gerade gezeigt habe, genau aus diesem Grund. Genau aus diesem Grund. Und das solltet ihr euch merken, geht das am besten, ich mache jetzt gleich weiter, aber geht das am besten so oft wie möglich durch, weil das ist sehr wichtig, um ein guter Tekken-Spieler zu werden, ja? Also nochmal, Strings, Delayable Strings, cancelbare Strings bzw. Hit Confirmable Strings und Natural Combos. Natural Combos bzw. Punishers. Okay? So. Und bevor ich jetzt noch genauer da reingehe, von wegen wo, wie sehe ich, wann ein Punish verfügbar ist, wann kann ich ihn anwenden, dies, das. Bevor ich das jetzt euch sage, bevor wir da weitergehen, zeige ich euch jetzt erstmal was, sorry, was auch sehr oft vorkommen kann. Und ihr euch wundert werdet und ihr denken werdet, hä, wie ist denn das jetzt passiert? Ich hätte eigentlich treffen sollen. Wieso hat das jetzt nicht getroffen? Das war jetzt unfair. Eigentlich wäre das mein Sieg. Da kommen wir jetzt zu den Crushing Moves, okay? So. Und zwar sage ich jetzt Katsuya. Wo ist denn der Move? Wo ist denn der Move? Das passiert meistens, wenn ein Low gegen ein High trifft, okay? Meistens ist das der Fall. Also benutze ich jetzt das hier. So. Katsuya macht jetzt Hell Sweeps. Ja. Crouch Dash 4-4, okay? So. Und ich will dagegen meinen Hop Kick machen. Ja? Katsuya ist aber schneller als ich. Katsuya ist aber schneller als ich. Was dann eigentlich heißt, seine Low trifft zuerst, weil ich mich nur von High mit schützen werde, also beziehungsweise nach hinten halten werde. Und er kommt Low. Das heißt, ich müsste eigentlich umfliegen, ja? Er müsste mich eigentlich zuerst treffen, okay? So, ihr seht's, der trifft Low. So, ich mach's mal ein bisschen später und noch etwas später und noch etwas später. Das war jetzt zu spät. So, ihr habt's gesehen. Eigentlich hätte mich sein Move treffen müssen. Und hier geht's nicht darum, dass ich über seinen Move drüber gesprungen bin. Darum geht es gar nicht. Ihr denkt, ja, der ist ja drüber gejumpt. Kein Wunder, dass es trifft. Nein, selbst bei Mid-Attacken, die Low-Ansätze haben, ja, selbst bei solchen Sachen würde es trotzdem treffen. Und das ist das sogenannte Crushing. Ja, da geht es darum, wenn zwei Attacken aufeinandertreffen, gleichzeitig oder der Gegner sogar etwas früher dran ist und ihr macht eine Attacke, die eigentlich genau in die entgegengesetzte Richtung geht. Das heißt, der Gegner geht zuerst low und ihr dann high, aber ihr trifft trotzdem. Dann ist das das sogenannte Crushing. Und dieses Crushing, das trifft auch automatisch, das wird in Verbindung gesetzt mit einem Gegenangriff, mit einem Counterhit. Ja? Das heißt, hätte ich jetzt einen Move nicht wie den Hopkick hier, sondern einen, der in dem seine Eigenschaft sich verändert, sobald der Hit trifft, wie jetzt zum Beispiel Jins Down Forward 4, ja? Ich lasse ihn jetzt mal machen, na komm. So. So, habt ihr gesehen? Die Eigenschaft hat sich verändert, weil der Gegner runtergefallen ist. Es hat mehr abgenommen, okay? Das meine ich mit Eigenschaft ändern, nur um es euch klarer zu machen. So. Und bei Crushing Moves ist diese verbesserte Eigenschaft automatisch mit dabei. Das heißt, wenn ihr einen Counter-Move macht, ja, ein Move, der nur auf Counter etwas Besonderes hervorruft als im Normalzustand, das, genau das wird gleichzeitig während des Crushings passieren. Ja, bei Jin ist es nicht der Fall, weil bei Jin ist es hier in Tekken 7 völlig egal, wie der Hopkick trifft. Sobald der Hopkick trifft, hat er immer wieder denselben Effekt. Okay? So.
Und das ist Crushing. So, jetzt hätten wir die allgemeinen Sachen durch. Hier, okay, jetzt will ich etwas näher in die Materie gehen. Also merkt euch, eine schnelle Attacke, die ein Natural Combo ist, wie zum Beispiel das, weil das kann ich ja zum Beispiel gar nicht voneinander trennen. Oder sowas, ja. Ein Hit Confirmable Punish. Das sind Punishes. Das hier sind Strings, beziehungsweise Delayable Strings, beziehungsweise Hit Confirmable Strings. Okay? Und wenn der Gegner von Low angreift und ich gehe High, also in die entgegengesetzte Richtung, und treffe ihn dabei trotzdem, obwohl er schneller war, dann ist das das Crushing. Okay? So, jetzt hätten wir die Basics für diesen Part durch. Und jetzt gehen wir etwas tiefer in die Materie. Und zwar lernen wir jetzt etwas über Frames. Wenn ihr wollt, ich kann euch nochmal auf Englisch. Ja, ihr müsst da nicht die Sprache verstehen, sondern nur das Videomaterial, was da ist. So habe ich das nämlich auch genau begriffen, weil wie gesagt, ich mache das normalerweise nach Gefühl. Ich spiele schon Tekken seit Tekken 1 eigentlich, obwohl mein erstes Tekken 2 war. Ja, und da entwickelt man dieses Gefühl, da sieht man das, dann kennt man diesen Schlagabtausch und alles. Und darum geht es dann eigentlich bei Frames. So, jetzt nochmal von vorne. Frames. Dieses Spiel, genau wie Tekken Tag 2, läuft mit 60 FPS. 60 Frames per Second. 60 Frames per Second. Das heißt, die minimalste Attacke pro Sekunde ist 0, ja, ich glaube, ich liege richtig, 0,667 Frames oder sowas, okay? So, und jede Attacke hat ihre eigenen Frames. Wenn es gibt Listen im Internet, es gibt sogar eine App für Android, ich weiß nicht, ob es das für iPhones auch gibt, die heißt Tekken 7 Chicken oder sowas, die lade ich mir auch noch runter. Gerade brauche ich das nicht. Und zwar steht da komplett die Frame Data von jedem Charakter, jeden seiner Moves, wie viele Frames es gibt. Und zwar gibt es drei Arten von Frames und drei Arten gegen Frames. Und zwar die normale Frame ist while standing. Okay? Das sind ganz normale. Dann gibt es Minus- und Plus-Frames. Wir kommen noch später mehr ins Detail. So, Minus- und Plus-Frames. Und zwar ist es so, ich zeige es euch einfach mal an einem Beispiel, bevor es wieder zu kompliziert wird. Liste der Angriffe. Diesmal machen wir einen EWGF. So. Seht ihr das? Ich lasse ihm etwas. Mal das so langsam wie möglich machen. So. Er macht den Move, ohne dass ich will, dass er mich trifft. Und eigentlich, wenn ich jetzt nach hinten halten würde, ihr merkt schon von der Zeitverzögerung her, bis ich zum Gegner komme, ja, würde ich ihn gar nicht mehr punishen können. Warum? Weil dieser Move safe on block ist. Okay? Das heißt, der Gegner müsste sich nach diesem Move eigentlich gar nicht mehr verteidigen. Er müsste einfach nur stehen bleiben und würde sich trotzdem schützen können. Selbst wenn ihr ihn punishen wollt, ihr könntet ihn nicht mit eurem Punish treffen, weil dieser Safe on Block ist. Er ist sicher durch die Verteidigung. Das liegt daran, wenn er das macht, ihr seht, wie er mich nach hinten fetzt, ja? Das für mich sozusagen nach hinten fetzt und ich, wenn ich jetzt punishen würde, ja, wenn er mich nach hinten fetzt, wäre ich ungefähr so weit weg. Dann würde ich ihn gar nicht treffen. Deswegen sind solche Moves safe from block, die haben Pushback. Pushback, ja. Er hat mich nach hinten gestoßen mit seinem Move. Er hat mich nach hinten gestoßen mit seinem Move. Das heißt, selbst wenn ich ihn punishen will, von der Range, von der Abstand her, könnte ich das gar nicht mehr hinkriegen. Deswegen ist dieser Move, der ein Pushback hat, ja, safe on block. Okay? Ich kann ihn nicht punishen. Das klingt zwar komisch, aber es ist eigentlich einfach zu verstehen. Relativ simpel, ja? Wenn ihr den Gegner, wenn ihr den, wenn, wenn ihr jetzt 1 gegen 1 in Real Life hättet, ja? Und ihr schubt den Gegner voll weit weg, ja? Weil sie sich nicht mal mehr weit weg, 2 Meter, ja? Wenn er euch jetzt direkt zurückattackieren will, sozusagen direkt wieder eine zurückhauen will oder sowas, würde der das von dem Abstand doch gar nicht schaffen. Er müsste doch zuerst
zu euch in die Nähe kommen, dass wenn er euch eine Faust geben will, dann müsste er nah genug sein, um euch treffen zu können. Ja? Realistisch gesehen. Und genauso ist es hier auch. Es gibt Attacken hier, jetzt nicht wie mein 1-2, sondern eher mein 1-2-4, wenn er sich Abwehr im Stand. So. Seht ihr, das hat auch ein bisschen Pushback. Das hat zwar nicht so viel Pushback wie der EWGF. Okay, die Hook war scheiße. Aber wie der EWGF hier, ihr seht, er geht so zurück, ja. Das heißt, es hat Pushback, das heißt, ihr könnt ihn nicht punishen. Okay? So, und das liegt jetzt daran, wenn ich das hier mache, weil wir ja vom Frames die Rede waren, um wieder zurück aufs Thema zu kommen. Dieses hier, diese Eigenschaft hier, dass ich gar nichts mehr großartig machen muss, um wieder in den Normalzustand zu kommen, um mich schützen zu können. Und der Gegner, ja, erstmal warten muss, ja, weil seht ihr diese Animation, die ja nach hinten geht? Ja, während er so nach hinten geht, ist er ja nicht in seinem Normalzustand. Er muss warten, bis diese Animation vorüber ist, um wieder in seinen Normalzustand, so wie er gerade da ist, wieder zurückzukommen. Ja, deswegen sagt man, dieser Gegner war gerade im Minus. Er war im Minusbereich, weil er dafür Zeit gebraucht hat, weil er dafür Zeit gebraucht hat, von seinem, sage ich jetzt mal, Verteidigung und Zurückpushen wieder in seinen Normalzustand zurückzukommen. Genau dann spricht man von Minus. Und wenn der Gegner durch eine Attacke von mir im Minus kommt, dann bin ich automatisch im Plus. Das ist so dieser Gegensatz dazu, diese Waage, ja? Wenn der Gegner im Minus ist, bin ich im Plus. Wenn ich im Minus bin, ist der Gegner im Plus. Und wenn wir gar nichts machen, dann sind wir bei der Neutralen, Neutral. Das ist diese Neutral Frame, okay? So, und jede Attacke, jede einzelne Attacke an sich in Tekken hat eine Minus- und eine Plus-Frame. Jede einzelne. Deswegen habe ich euch von Anfang an jetzt gerade empfohlen, geht die Listen durch, guckt euch die App an, wie auch immer, wenn ihr richtig krass mit eurem Charakter unterwegs sein wollt. Vor allem müsst ihr dann eure Gegner auch studieren. Genau deswegen ist Tekken so kompliziert. Ja, weil wenn ein Gegner jetzt angreift, ja, wenn ich jetzt online spiele und sagen wir mal, der Gegner wäre Jhin und ich wäre Kazuya und der Gegner macht das hier, dann weiß ich, okay, mit diesem Move, der hatte Pushback, der ist im Plus, ich bin im Minus, ich kann nicht punishen, was mache ich jetzt? Ja, es gibt auch Moves wie das hier. 1-2, die hat jeder, das ist ein Natural Hit. Das ist, ja, der hat so gut wie gar keinen Pushback. Der hat eigentlich gar keinen Pushback. Und ihr seht, er braucht viel weniger nach dem Schützen, um wieder in seinen Normalzustand zu kommen. Wieder in seinen Normalzustand zu kommen. Das heißt, ich habe viel weniger Plus, der Gegner hat viel weniger Minus. So. Und jetzt kommt es auf einfache Mathematik an. Ja. Was ihr auswendig lernen könnt, womit ich auch angefangen habe, weil jetzt kommen wir zu der Mathematik. Einen Hopkick, genau wie eine Electric hier, ja, nicht die normale, sondern die Electric, hat 13 Frames, 13 plus Frames, ja. Das heißt, der Gegner ist damit automatisch 13 Frames im Minus. Okay? So. Ich brauche dann aber auch gleichzeitig ich selbst, obwohl ich zuerst während des Moves 13 Frames im Plus war, brauche ich auch 13 Frames wieder oder eine bestimmte Anzahl von Frames, nicht 13 Frames, das habe ich gerade mit etwas anderem verwechselt. Deswegen auch dieses Unblock, brauche ich auch eine bestimmte Anzahl von Frames, um wieder in meinen Normalzustand zu kommen, okay? So, ich zeige es euch nochmal. Hier, der Gegner weicht zurück, ich greife an, ich bin im Plus, er ist im Minus. Aber damit ich obwohl ich im Plus bin, in meinem Zustand wieder zurückkomme, habe ich trotzdem etwas Frames, ja? Die ich brauche, um wieder in den Normalzustand zu kommen. Und sagen wir mal, diese Frames sind 5 Frames groß, ja, dieses von meiner Plus-Attacke wieder in den Normalstand zu kommen, ja, sind 5 Frames,
Sagen wir mal so, einfach als Beispiel. Genau wie bei dem Hopkick. Weil nach dem Kick ist er ja nicht wieder direkt so, sondern er muss erstmal landen und wieder in seine Position kommen, ja? Wenn das 5 Frames sind, die ich brauche, um wieder in meinen Normalzustand zu kommen, er aber als Gegenangriff direkt nach meiner Attacke hier zum Beispiel eine Attacke startet, die weniger ist als meine 5 Frames, ja? Weniger ist als meine 5 Frames, dann ist es sein Punish. Dann hat er ein Punish gegen mich eingesetzt. Und genau dann spricht man hauptsächlich von Punishes, ja? Wenn der Gegner eine Attacke mit bestimmten Frames einsetzt und ihr sozusagen wieder zurück wollt nach der Attacke, was ja immer passiert, weil Jin bleibt ja nicht dann die ganze Zeit so, sondern er geht wieder zurück. Wenn er dann eine Attacke als Konter startet, die von den Frames her schneller ist als Jins wieder sozusagen Wiederherstellung, dann spricht man von einem Punish. Und dieses hier von der Attacke wieder zurück in den Normalzustand nennt man Recovery. Deswegen spricht man da auch von der Recovery Frame. Okay? Deswegen spricht man auch von der Recovery Frame. Und genau deswegen solltet ihr euch diese Dinge angucken. Zum Beispiel, ihr wisst jetzt, okay, ich spiele gegen einen Brian. Der macht jetzt eine Attacke die ganze Zeit, der spammt die, vor allem gegen Spammer ist es gut, der spammt die. Und diese Attacke hat 16 Frames. 16 Frames. Dann weiß ich schon mal, wie lang sie geht. Gucken, ob sie safe on block ist, ob sie duckbar ist, solche Sachen. Aber dann guckt ihr nach den Frames und nach den Recovery Frames. Und wenn die Recovery Frame von dem 10 ist, zum Beispiel, ja, also minus 10 dann sozusagen, Recovery Frame 10, dann guckt ihr nach eurem Charakter, okay, welche Attacken habe ich, wo die Frames unter 10 liegen. Meistens ist es 1-2. Das ist der schnellste Punish, den man hat, ja. Wenn ihr so eine Attacke rausgefunden habt und das Beste daran ist, diese Attacke ist auch noch zum Beispiel ein Launcher oder sowas, dann wisst ihr jedes Mal, und das ist dann wirklich jedes Mal so, ja, wie ihr gegen welche Attacken, also was für Gegenangriffe ihr gegen besondere Attacken starten könnt. Darum geht es nämlich. Genau deswegen braucht ihr Frames, genau deswegen braucht ihr Strings, genau deswegen braucht ihr Natural Combos. Genau deswegen braucht ihr Punishes und genau deswegen solltet ihr auch über eure Delayables bzw. Hit-Confirms Bescheid wissen, weil ihr könnt sagen, okay, das hier, das sind 5 Frames, 4-5 Frames, ja? Und irgendwas unter 4-5 Frames hat der Gegner nicht. Deswegen kann ich das eigentlich spammen, solange er sich nicht duckt, ja? Mache ich aber sowas, dann ist es schon riskant, weil das hat dann eine bestimmte Zahl an Minus-Frames bzw. Recovery-Frames und er kann eine Attacke rausfinden, die dann schneller ist als meine Recovery und kann mich punishen. Deswegen überlegt ihr euch zweimal, okay, setze ich den Move jetzt ein, weil er gleich tot ist und ich riskiere es, oder mache ich es lieber doch nicht, bin ich dann lieber auf der sicheren Seite. Ja, und genau dieses Zusammenspiel, genau das hier, genau dieses Hin und Her von Frames, dieses Einsetzen von Moves, ist der sicher, ist der nicht sicher? Bin ich dann besser mit dem Plus oder ist dieses Minus zu riskant? Was macht der Gegner? Guckt er, dass er zu viel Plus hat oder spielt er zu wenig auf Minus und ich kann ihn leicht punishen? Genau dieses Hin und Her, ja? Genau das ist diese Materie von Tekken, genau darum geht's. Und wenn ihr das drauf habt, dann merkt man automatisch, dass ihr schon ein fortgeschrittener Tekken-Spieler seid. Automatisch. Allein dieses Grundwissen, allein dieses Grundwissen. Ihr müsst nicht mal allgemein die Frame-Anzahl von dem wissen. Ihr müsst einfach nur wissen, okay, das sieht nach einem Move aus, der sehr viel im Minus ist, obwohl er ein bisschen Pushback hat. Wenn ich jetzt eine schnelle Attacke mache, ja, wo ich schon sehe, dass diese Attacke schneller ist als den seinem Recovery Frame, beziehungsweise ich kann ihn damit punishen, ja, dann habt ihr das Spiel schon verstanden. Dann habt ihr das Grundprinzip schon drauf. Das ist es dann. Ich weiß, es ist sehr, sehr viel.
Es kann sehr, sehr kompliziert, gerade für Anfänger sein, aber wenn ihr das verstanden habt, dann habt ihr es drauf. Ja? Dann wisst ihr auch, wann kann ich Combos benutzen, wann nicht. Wann kann ich Throws benutzen, wann sollte ich sidesteppen, wann sollte ich nach hinten gehen, wann Korean Backdash, wann Wave Dash, wann Forward Forward. Dann wisst ihr alles Bescheid. Sobald ihr über diese Frame-Sache Bescheid wisst, ja? Sobald ihr über diese Sachen Bescheid wisst, habt ihr es drauf. Und jetzt nochmal ganz kurz, damit wir das sozusagen aus der Liste gestrichen haben, aus der Liste gestrichen haben, was ich aber trotzdem nochmal im nächsten Part erwähnen werde, weil das eine sehr große Rolle spielt, ist, wenn ihr Pro-Players guckt, ja, ich gebe euch am Ende meines Tutorials, zeige ich euch meine Vorbilder und dann gebe ich euch Links zu ihren Channels und zu ihren Favorite Videos, ja, so dass ihr sehen könnt, okay, wie spielen die Pros, was kann ich davon mir selbst für mich nehmen, okay? So. Ihr werdet sehen, wenn die Pros spielen, wenn sie anfangen, die gehen nicht drauf, die ducken sich nicht, die machen nicht sowas, die Wave Dashen auch nicht direkt am Anfang, die gehen erstmal nach hinten und machen sowas. Ja? Und ihr denkt euch so, was soll dieser Bullshit? Für was ist das gut? Und dazu gibt es eine ganz einfache, das ist eigentlich ziemlich einfach und die Leute, die sich denken, ah, die tun nur auf cool, bla bla bla, kompletter Bullshit. Das hier macht man. Das hier sind sozusagen Mindgames, ja? Wenn ihr jetzt kämpfen wollt und ich mache die ganze Zeit so, ja? Und so und dann mal so und dann wieder so, dann wisst ihr ja gar nicht, dann könnt ihr nicht nachdenken, dann wisst ihr ja gar nicht, was will der jetzt eigentlich machen? Worauf ist der hinaus? Will der mich jetzt angreifen? Will er draufrennen? Will er von Low kommen? Will er nur näher kommen, um zu throwen? Will er mich nur verarschen? Was soll ich machen? Soll ich jetzt einfach hingehen und packen und riskieren, dass er mich blockt? Soll ich hingehen und einen String machen, wo er sich eigentlich schon denken kann, damit ich gepunished werde? Soll ich lieber low gehen und vielleicht werde ich dahin gelowparried? Ja, das hier ist sozusagen das Mindgame. Das hier ist das Spacing. Das hier ist das Movement. Deswegen ist es mein erster Part und deswegen genauso. Aus diesem Grund habe ich euch gesagt, das ist das Wichtigste überhaupt, ja, um außer diese Allgemeinheiten zu wissen. Wenn ihr das hier drauf habt, dann, ja, sozusagen den Gegner zu verarschen, ihn in Distance zu halten, ja, dann habt ihr sozusagen einen krassen Vorteil im Kampf. Dann habt ihr einen richtig krassen Vorteil im Kampf gegenüber Leuten, die nicht wissen, was das soll. Weil aus dieser Position, ja, wenn ihr jetzt dasteht und ihr wisst nicht, was ihr machen sollt, und ich mache jetzt so rum. Und habe sozusagen ein Setup von meinen Moves. Ja? Dann kann von 0 auf 100 sowas kommen. Ja, da kann von 0 auf 100 sowas kommen. Da kann von 0 auf 100 sowas kommen. Ja, da kann alles kommen. Und ihr seid diejenigen, die aufpassen müsst. Und genau deswegen macht die Pro-Player das, damit sie den Gegner verunsichern. Okay, ich muss aufpassen, ich darf da jetzt nicht direkt drauf gehen. Da könnte jetzt sonst was passieren, wenn ich den Typen zu nahe komme. Das sind sogenannte Mindgames. Das ist auch das Spacing. Deswegen ist das Movement so wichtig. Ja? Und da spielt das, was ich euch alles gerade gezeigt habe, wie auch das davor, aber vor allem das, was ich euch gerade gezeigt habe, so eine große Rolle. Weil ihr direkt wissen müsst, ob ihr jetzt der Jhin seid oder der Kazuya, egal welche Rolle ihr spielt. Wenn ich jetzt den Gegner zu nahe komme, worauf soll ich achten? Also bei welchem Move soll ich mich als erstes verteidigen, beziehungsweise mit welchem Move soll ich zuerst angreifen? Deswegen ist dieses Round One Fight direkt bam. Ist totaler Bullshit. Genau deswegen ist es die totale Bullshit. Deswegen ist das Beste, was ihr am Anfang machen könnt, sobald die Runde anfängt, Abstand zu suchen, euch ein bisschen zu bewegen und dann zu gucken, okay, was macht der Gegner? Worauf fällt der rein? Was kann ich machen? Ja? Das ist sozusagen der Anfang der Runde. Das machen die Pros. Und nur um das aus der Liste zu streichen, damit ihr wisst, okay, die machen nicht nur Bullshit. Und darauf gehen wir genauer ein im nächsten Part. Und wie gesagt, wiederholt das Ganze nochmal von vornherein. Was sind Strings? Was sind Delayable Strings? Ja? Was sind Natural Combos bzw. Punishes? Was kam noch? Was sind Hit Confirms? Ja, und was ist dann Minus Plus? Welche Attacke kann ich einsetzen?
Wobei ich mir sicher bin, dass der Gegner mich nicht punishen kann. Bei welchen Attacken sollte ich aufpassen? Wie zum Beispiel den hier. Dass der Gegner sie nicht blockt bzw. punisht. Auf das alles, beziehungsweise auch Crushing, damit ihr wisst, warum hat das getroffen, obwohl es eigentlich nicht hätte treffen dürfen. Das alles geht das, sobald ihr die ersten zwei Parts, wie gesagt, das ist Fundamental. Das ist Basic Ground. Das ist das A und O. Wenn ihr die ersten zwei Parts nicht im Kopf habt, geht erst gar nicht weiter. Ich sag's extra nochmal hier, okay? Geht dann das hier, weil sobald ihr die ersten zwei Parts drauf habt und den dritten dann auch durch habt, geht dann das hier nochmal durch, damit ihr wisst, wie, wann und wo soll ich angreifen? Wann kann ich das bringen? Wann kann ich ein Combo bringen? Wann kann ich ein Throw bringen? So kriegt ihr es heraus. Lernt das hier und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wo es dann genau um sowas geht. Mind Games, ja? Und dann, wie ihr euch allgemein im Gegner verhalten könnt, beziehungsweise wie ihr das Negativste beziehungsweise die Schwäche aus eurem Gegner herausziehen könnt und für euer Vorteil nützen könnt, okay? Darum geht es im nächsten Part und ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Shared es, bringt es euren Freunden bei, zeigt es ihnen. Werdet Tekken Pros, habt Spaß dabei und wir sehen uns im nächsten Part. I'm out, YouTube. Word.